Ich habe dann aber festgestellt, dass das vorrangige Hobby der Frauen in der Oper ist Sterben. Gerne an gebrochenem Herzen. Häufig ist der Mann sich dann zu fein, sie umzubringen. Das heißt, das muss sie dann auch noch selber machen. Aber das ist immer ein Theater, bis Dima stirbt. Zuerst klagt sie in einer Arie ihr Leid. Wo ist er hin? Er ist doch mein. Ohne ihn kann ich nicht sein. Dann nimmt sie ein Messer, um es sich ins Herz zu rammen, hält aber inne und überlegt singend: Soll ich's tun? Soll ich's wagen? Meine Mutter, sie wird es nicht ertragen. Und dann beginnt sie die Arie nochmal von vorne. Wo ist er hin? Er ist doch mein. Ohne ihn kann ich nicht sein. Er sticht zu, sie sticht zu, stoppt aber ab, wird traurig und sackt singend zusammen. Ich sacke singend zusammen hier bei diesen Tannen. Sie stößt Schreie aus. Obwohl die noch gar nicht zugestochen hat, ne? Aber sie wendet sich und dann stecht sie zu. Aber sie trifft sich nicht und beginnt zu klagen, dass sie so schlecht zielen kann. Ich triff mich nicht, so ohne Licht. Und dann steht sie auf, geht in die Küche, schärft das Messer. Dabei bereitet sie ihrem Gatten eine warme Mahlzeit zu. Und dann ersticht sie sich. Nein. Das Messer ist jetzt dreckig. Sie singt eine Spülarie. Bevor ich mich erdolche, spüle ich doch als solche auch diese Teller. Sie wirken dann viel heller. Sie singt und spült und singt und spült und stolpert, fällt auf eine Kante und stirbt. Nein, die Kante war nur ein Brot. Sie nimmt das Messer und ersticht das Brot. Der Boden färbt sich rot, das Brot, das Brot ist tot. So ein Quatsch. Eine selbstbewusste Frau, die würde das doch sofort hinkriegen. Ein Schrei, ein Stoß, fertig. Dann wäre der Idiot tot. Dankeschön.